Lieber Bischof, liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, als wir eben von der Eucharistiefeier hierher gekommen sind, habe ich meinen beiden Mitbrüdern erzählt, dass ich eine ganze Weile für Cor Unum in Rom gearbeitet habe. Und wir hatten sehr viel zu tun mit Hilfsagenturen quer durch die Welt. Und habe ihnen bei dieser Gelegenheit gesagt, Kirche in Not hat mich immer überzeugt. Ich sage das nicht, weil ich jetzt bei Kirche in Not bin, sondern weil ich immer davon durchdrungen war, dass Kirche in Not die Dinge richtig macht. In den vielen Hilfsorganisationen, die es gibt, stachen sie heraus, weil sie immer das Soziale mit dem Glauben verbunden haben. Sie waren nie einseitig, weder abgehoben von der Welt noch politisch-sozial einseitig engagiert. Und als deshalb die Einladung kam, dass ich heute hier sprechen soll, habe ich das sehr gern getan. Ich hoffe, dass Frau Fembech und ihre Mitarbeiter dann auch mit dem zufrieden sind, was ich zu sagen habe. Es geht um Neuevangelisierung. Niemand kann bestreiten, dass der Zahn der Zeit an allem Geschaffenen nagt. Die berühmte Pietà Michelangelos im vatikanischen St. Peter musste irgendwann restauriert werden. Der Kölner Dom ist eine permanente Baustelle. Berühmte Kunstwerke altern. Ebenso verwässern auch brillante Ideen. Sie verblassen durch Ermüdungserscheinungen. Soziologen bezeichnen diesen Prozess als Zielabweichung. Das hohe Ideal des Aufbruchs wird aus dem Auge verloren. Der deutsche Wissenschaftler Robert Michels hat solchen Verfall einmal wissenschaftlich nachgewiesen. Er untersucht Entstehung und Bestand linker Parteien und Gewerkschaften in Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Idealisten ergriffen die Initiative, um die sozialistische Revolution vorzubereiten oder in autoritären Ländern wie im Deutschland Bismarcks ein demokratisches System zu errichten. Zum Erlangen dieses Ziels schlossen sie sich zu Organisationen zusammen. Die Strukturen benötigten bald Verantwortliche und Führer. Es fanden sich gescheite Männer und Frauen, die dann aber bald Gefallen an ihren neuen Aufgaben fanden. Darum entwickelten sie handfeste Interessen zur Erhaltung ihrer besseren Positionen. Sie wollten eben nicht zur mühevollen Handarbeit zurückkehren und sich mit geringerem Einkommen und Prestige zufrieden geben. Damit verflachte der revolutionäre Anfangsimpuls. Das Interesse der Führungsschicht richtete sich auf die Verwaltungsmaschinerie. Ein Großteil des revolutionären Gefolges verlor dann aber den Elan und baute künftig auf die Funktionäre. Wer wollte bestreiten, dass die Institution der streitenden Kirche gegen solche Prozesse der Abnutzung geschützt ist? Auch an ihren Idealen nagt der Zahn der Zeit. Darum liegt für sie gleichfalls die Verpflichtung zur ständigen Neuwerdung auf der Hand. Große Gestalten des Christentums haben sich darum nicht gescheut, die Christenheit machtvoll zu Reformen aufzurufen und ihre Missstände schneidend anzuprangern. Etwa im 12. Jahrhundert die heilige Äbtissin Hildegard. Sie ist heute eher bekannt wegen ihrer Heilpflanzen und ihrer Musikalität. Aber sie war auch ein unerschrockener Mahner und Richter. Obschon eine Ordensfrau, machte sie sich per Pferd von ihrem Kloster in Bingen auf und hielt im Jahr 1162 auf dem Marktplatz von Köln
an das Domkapitel und den Klerus eine bittere Strafpredigt. Hören Sie, wie sie den geistlichen Herrn den Kopf zurechtgesetzt hat. Gesegnet und gesiegelt zu himmlischen Menschen sollte die eine Wohnstätte sein, die von Weihrauch und Myrrhe duftet und in der Gott wohnt. Aber das seid ihr nicht, sondern was immer euer Fleisch verlangt, das tut ihr. Darum gilt für euch das Wort: Erhebe endgültig deine Hände gegen ihre stolzen Taten, wie viel Böses hat der Feind im Heiligtum verübt. Die Macht Gottes wird eure von Bosheit hochgestreckten Nacken niederzwingen und zunichte machen, was wie durch Windstoß aufgebläht wurde. Ihr schaut ja nicht auf Gott und verlangt auch nicht, ihn zu schauen. Soweit das Zitat. Es ist aus längst vergangenen Zeiten. Wer es heute in die Welt setzte, erntete einen empörenden Aufschrei. So reden die ständigen Miesmacher. Das sind die Fanatiker. In unseren Tagen erträgt man nämlich Christsein nur, wenn es Harmonie verbreitet. Seid nett zueinander, gilt als Devise. Pastoral Correctness. Das ist in der Politik wie in der Kirche ständige Praxis. Begriffe wie Ungläubige, Abständige oder gar Sünder sind aus dem kirchlichen Vokabular gestrichen, da sie herabsetzend wirken könnten. Die Medien, nicht alle, nicht die, die hier sind, jubeln über den Einzug weltlichen Denkens ins Kirchenbewusstsein. Und wenn jemand den eklatanten Glaubensverlust beklagt, so ist die Beschönigung rasch zur Hand. Man soll doch nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das eigene Haus sei gar nicht so schlecht bestellt. Und man verweist im Bericht zur Lage auf die Sorge um den Nächsten und lobt die wachsende Zahl der Menschen guten Willens. Wer aber zur gewissenhaften Prüfung Maß nimmt an Gottes Wort, der stößt auf lauernden Selbstbetrug. Augenwischerei möchte vergessen machen, dass die Äbtissin Hildegard heute genauso wenig Grund hätte, uns mit Komplimenten zu betäuben. Darum hat der heilige Johannes Paul II. Der Welt und der Kirche nicht zugerufen: Euer Christsein ist schon okay, nur weiter so. Im Gegenteil, von ihm stand die Initiative Neuevangelisierung. Fortwährend hat er sie durch seine eigene Umtriebigkeit und deutliche Lehre in Umlauf gesetzt. Durch sein rastloses Pilgern und seine ständigen Weisungen. Er gab der Neuevangelisierung frische Aufmerksamkeit und weckte einen missionarischen Aufbruch. Der Ausdruck wurde zum Schlüsselwort seines Pontifikats. Sein Nachfolger nahm den Mahnruf auf. Am Hochfest der Apostelfürsten 2010 etwa griff Papst Benedikt ausdrücklich auf diesen Impuls zurück und begründete mehrfach den Zusatz neu. Neue Evangelisierung ist erforderlich, auch in den Ländern, die die Verkündigung des Evangeliums bereits erhalten haben. Neuevangelisierung will in unseren Tagen kein Modewort für Artikelschreiber sein. Ihre Dringlichkeit liegt auf der Hand. Mag auch unser aller Sündhaftigkeit nicht mehr so ins Auge springen wie zur Zeit der heiligen Hildegard und unter den Renaissancepäpsten. Mag christliches Schuldgefühl in Fällen von Pädophilie und finanzieller Korruption auch auf die Kraft
kirchlicher Selbstreinigung setzen können. Trotzdem krankt unsere Kirche an Verwässerung und Verwirrung. Der Irrweg ist heute lediglich subtiler geworden. Manche geweihte Hirten sind versucht, das Evangelium pflegeleicht zu machen, auf den Zeitgeist zu verkürzen. Kirchliche Katechesen zielen dann auf sogenannte nützliche, humane Werte. Und Katholiken sagen, der liebe Gott ist ja nicht so. So sagt man in Köln. So ersetzt weltliches Denken die Offenbarung Gottes. Die Person Jesu Christi und seine Botschaft bleiben gegebenenfalls dekorative Füllsel. Alle prophetische Härte hingegen wagt kaum einer auszurufen. Jesu scharfes Ich aber sage euch oder gar wehe euch. Die Folge: Säkularismus drängt uns zur Auffassung, unser Leben auf Erden kann auch reich sein und gelingen, ohne die Arbeitshypothese Gott. Schwarzmalerei. 2009 führte die Bertelsmann Stiftung Gütersloh eine breit angelegte Umfrage durch. Sie wurde unter dem Titel Religionsmonitor, woran glaubt die Welt, veröffentlicht. Soziologen stellen entsprechend ihrer Disziplin zunächst heraus, der Kern aller Religiosität richtet sich auf die Übernatur. Dort kann sich Glaube an zwei unterschiedlichen Objekten festmachen, entweder an etwas verschwommen Göttlichem oder an einem personalen Gott. Dann prüfen die Wissenschaftler, welche der beiden Ziele sich in der Religionsvorstellung der westlichen Länder gegenwärtig ausmachen lässt. Das diffus Heilige oder das Du Gottes. Das Ergebnis für Deutschland: Für deutsche Katholiken und Protestanten tritt zutage, dass nur 12% der evangelischen und 16,2% der Katholiken Gott als personales Gegenüber ansehen. Ein liebendes Du. Allen anderen, also der hohen Zahl von über 85%, ist Gott lediglich eine höhere Gewalt, ein blindes Schicksal, die gesichtslose Macht über den Wolken. Daraus folgert der soziologische Kommentar: Das pantheistische Religionsmuster von den Katholiken bis zu den konfessionslosen Reichen und offenbar ein gemeinsames Element der von allen geteilten religiösen Kultur ausmachen. Für andere europäische Länder sind die Ergebnisse zwar nicht so desaströs, erreichen aber auch dort kaum 50% für die Zustimmung zu einer personalen, biblisch geoffenbarten Gottesvorstellung. Entsprechend gab der ehemalige irische Premierminister Enda Kenny in einem Radiointerview bekannt, das Göttliche ist etwas absolut Unendliches, eine Energie, eine Kraft. Ich kann es nicht als Person ansehen. Und in den Zeitungsberichten über den letzten Katholikentag in Münster konnte man die Stichworte Gott, Glaube, Evangelisierung oder Bekehrung, Sünde allenfalls mit der Lupe finden. So sehr waren sie verborgen im parteipolitischen Gestrüpp. Ich war, das gestehe ich frei, erschüttert, als ich die Ergebnisse der Bertelsmann-Umfrage las. Unruhe trieb mich und ließ mich fragen, was geht einem Großteil meiner Landsleute durch den Kopf, wenn diese Christen sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Der Religionsmonitor verschärfte bei mir den Appell der Päpste zur Neuevangelisierung. Sie wurde mir obligatorisch, unverzichtbar. Andererseits kam mir dann bald meine römische Erfahrung wieder in den Sinn und ich fühlte mich an den Spötter Wilhelm Busch erinnert, der sagt, es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Bedrängnis durch Trübsal sucht nach Tröstungen. Auch ich schaute mich um und meine jahrelange Arbeit im Vatikanischen Rat für die Laien linderte meinen Schmerz ein wenig. Dort hatte ich Männer und Frauen kennengelernt, für die die Losung Neuevangelisierung der Lebensinhalt geworden war. Die sogenannten neuen geistlichen Bewegungen gaben mir wieder Hoffnung. Papst Johannes Paul hatte mich 1980 nach Rom in den Vatikan berufen und ich lernte bald diese neuen Gruppen kennen. Die Anfangskontakte mit ihnen versprachen zunächst wenig Gutes. Sie waren im Gegenteil eher unangenehm. Etwa die Begegnungen mit den Gründern des Neukatechumenats, einer aus Spanien kommenden katholischen Bewegung. Diese fand damals in den Ortskirchen wenig Zustimmung, litt unter Skepsis und Ablehnung, auch der geweihten Hirten. So kamen die Verantwortlichen zu mir, um sich zu beklagen und um Beistand zu bitten. Solche Gespräche kosteten mich immer viel Zeit, vor allem weil die Besucher ihr Problem nicht klar bei dem Namen nennen konnten. Sie begannen vielmehr in meinem Büro zunächst einmal mit temperamentvoller Diskussion untereinander. Zudem kamen sie jeweils zu fünft. Mit den Gründern Kiko Arguello, Carmen Hernandez, kamen der begleitende Priester und zwei Katecheten aus Rom. Mir missfiel ihr Umgangston sowie das Hin und Her ihrer Auseinandersetzung. Einige Male zwang ich mich zur Gelassenheit. Aber irgendwann riss mir der Geduldsfaden. Ich schlug mit der Hand auf den Tisch und sagte energisch: Basta, jetzt rede ich. Darauf Kiko verängstigt zu der Diskussionsfreudigsten: Sei still, Carmen, das ist ein Deutscher. So war die Anfangsberührung mit dieser Gruppe alles andere als Liebe auf den ersten Blick. Doch dann lernte ich diese Gruppen besser kennen. Ihre Stifter stammen nicht vom anderen Stern. Sie sind Alltagschristen wie du und ich. Doch haben sie eine bezeichnende Lebensgeschichte. Sie nahmen gewöhnlich teil am Leben und an den Gottesdiensten der eigenen Pfarrei. Aber irgendwann weckte Gott in ihnen einen neuen geistlichen Hunger. Das Vatikanum II berührte sie mit der Botschaft, jeder Getaufte hätte ein Apostel zu sein. Das eine oder andere Wort Gottes sprach sie plötzlich persönlich an. Obwohl sie ihren Glauben eigentlich kannten, berührte das Evangelium sie neu. Ihr Glaubensleben gewann neue Dynamik. Und sie sammelten Gleichgesinnte um sich. Ein Kernsatz von Gottes Wort oder eine prägnante Glaubenswahrheit fing an, sie zu formen und wurde für alle zu einem neuen Glaubensimpuls. Sie entdeckten eine Botschaft, die sie nicht mehr losließ. Für die Übersetzung, ich überschlage jetzt ein bisschen. Man hat immer zu viel Gedanken im Kopf und dann wird es zu lang. So entstanden verschworene kleine Kreise, die ihre geistliche Besonderheit mit einem Schatz pflegten. Dazu brauchten sie wohl ein gewisses Eigenleben. Dennoch brachen sie nicht mit ihrer Umwelt oder gar mit der Kirche. Sie waren ja so erfüllt von den neuen Erfahrungen, dass sie sie weitergeben wollten, in der Kirche und als Kirche. Der heilige Johannes Paul II. Hatte sie schon als Kardinal von Krakau ins Herz geschlossen. Bei der Bischofssynode 1987 über das Laienapostolat fing er als Papst ihre Ablehnung auf, die im Weltepiskopat immer noch bestand. Im Abschlussdokument über die Berufung und Sendung der Laien formuliert er dann ihr Existenzrecht und ihren Beitrag zur Evangelisierung. Bei solchen Neuaufbrüchen wiederholt sich, was aus der profanen Geschichte bekannt ist. Bei der Gründung von Parteien, von Gewerkschaften, beim Engagement für den Frieden, für die Umwelt, für bedrohte Minderheiten. Doch gegenüber solchen diesseitigen Auslösern von Veränderung kennzeichnet die geistlichen Bewegungen ein bedeutender Unterschied. Sie wollen Fackelträger
von jenseitigem Feuer sein, durch das sie anfangs selbst entzündet worden waren. Gottes Wort und der Heilige Geist stehen Pate. Die aufgenommenen Anstöße können sich dann auch weit über die eigene Gruppe hinaus als heilshaft erweisen. Ohne diese Bewegungen fehlten der Kirche die immer wieder neuen Versuche, durch abermaliges Hören auf das Evangelium erneuert zu werden. Oder ganz konkrete pastorale Impulse. Wir sprachen schon vom Weltjugendtag. Sie wären nicht denkbar und möglich gewesen ohne diese neuen Gruppen. Obwohl in den Eifrigen der sündige alte Adam weiterlebt, das habe ich selbst oft genug erfahren. Nein, Neuevangelisierung setzt keine Superchristen voraus. Sie braucht jedoch etwas anderes, sie braucht Eifer. Ein gegenwärtig eher rares Kriterium in unserer Kirche. Es entspricht nicht unserer Mentalität. Wir alle sind bestimmt vom Versorgungsdenken. Es herrscht in allen Bereichen des Lebens. In unserer Gesellschaft ist eben der Kunde König. Jeder denkt bei sich, ich habe Rechte, meinen Erwartungen muss entsprochen werden. Die Ware ist mir frei Haus zu liefern, wenn ich bezahle, auch die Kirchensteuer. Die Kirche erscheint als Versorgungsdepot, das mir seine Produkte zur Verfügung zu stellen hat. Neuevangelisierung aber ist das Gegenteil von Anspruchsdenken. Neuevangelisierung lässt Passivität in Engagement umkippen. Hier liegt der springende Punkt. Denn Evangelisierung braucht Täter, Evangelisatoren. Ich habe es eben hier gelesen, die Nächstenliebe liegt nicht in schönen Worten, sie wurde Taten und Opfer. Täter sind gefragt. Das Wort Neuevangelisierung mag wohlfeil geworden sein, doch es braucht Akteure. Gesucht werden Christen mit Eifer und Passion. Auch wenn Umtriebigkeit anderer uns immer lästig ist, ohne selbstlose Einsatzbereitschaft keine Neuevangelisierung. Fromme Wünsche eines Idealisten, Hirngespinste ohne Durchschlagskraft, keineswegs. Die Kirchengeschichte lehrt Besseres. Da sind etwa die ersten Christen. Sie waren weit entfernt davon, sich als Konsumenten zu verstehen. Sie sahen sich als Anstifter. Gehen wir zurück in das zweite oder dritte Jahrhundert der frühen Kirche, in denen die ersten griechisch-römischen Städte evangelisiert wurden. Es gab weder Generalvikariate noch den Vatikan mit ihren bürokratischen Heeren, keine katholischen Nachrichtenagenturen, keine Kirchenzeitungen, keinen Caritasverband oder schulischen Religionsunterricht. Selbstredend sind all diese Einrichtungen nicht schlecht. Aber sie machen leider oft so manchem vergessen, dass jeder als Getaufter selbst Apostel ist. Sie verdecken, was die Urkirche stark gemacht hat.